Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zoo Tycoon 2. Und wir sind hier mitten im Gebiet der Gewässer, benötigen mehr Toiletten. Ja, die sind hier oft bei der Show. Ich habe da so eine Idee, wo eine Toilette hinkommen könnte. Familientoilette. Hoho, da habt ihr euer Klo. So, weiter geht's im Kontext. Was machen wir hier denn überhaupt? Ich denke, das passt so. So, wir haben noch gar keinen Geldautomaten gebaut. Warte mal. Wo können wir denn... Wo bauen wir einen Geldautomaten? Am besten... Hier an der Ecke können die Leute dran. Was machen wir denn für Tiere? Der Kurzflossen-Grindwal. Ja, das ist doch mal eine Idee. Noch ein Wassergehege, aber dem werde ich erstmal nichts beibringen. Haben wir nämlich schon genug gemacht. So. Dann machen wir undurchsichtige Beckenwand. Seelöwe braucht Mappen. Ja, ja. So, alles gut, alles gut. So, jetzt bin ich vom Grindwal abgelenkt gewesen. Mann, hier. Der Kurzflossen-Grindwal. Was ist das? Des Meeresthemas. Ja, nee, das muss ja nicht unbedingt sein. So, da la. War mal hier sichtbar. Na, jetzt will ich nach links gehen. So. Doch sicher noch irgendwie. Jawohl, dann haben wir das. Dann kann man das landschaftsmäßig sicher irgendwie absenken, oder? Wie kann man das denn... Ach Moment, wenn wir den Beckenrand anklicken, ne? Wenn wir... Oder auch nicht, wo ging das? Na egal. Die Besucher, ich habe doch gerade eine Toilette gebaut. Die kosten schon so viel. Da, hier. Und. Ah, die Show geht los. So. Noch ein Ball hier hin. Und dann machen wir hier noch mit Tintenfisch. Okay. Und hier nochmal normalen. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Beckeneingang. Machen wir hier noch einen Übergang. Damit haben wir alles. Ja, dann Kurzflossen-Grindwal, mein Lieber. Willkommen im neuen Zuhause. Wir legen aber schon mal einen Trainingsbereich an. So. Apropos. Oh nein, jetzt hat sich das ganze Ding geändert. Well,
kommen die da durch. Nanu, kein Zuschauer, was ist mit dem? Ja, weil die in der Show sind. So, mein lieber Tierpfleger. Du Wasserratte. Jawohl. So. Ja, das kommt jetzt noch. Das habe ich vergessen. Wenigstens gebe ich zu, dass ich es vergessen habe, oder? Und Bongo 2 ist trächtig. Sollen sie da gucken? So, dann können wir hier eine schöne Bank bauen. Und ein Spendenkästchen darf natürlich auch nicht fehlen. Es werden neue Objekte angeboten. Okay. Zäune nicht. Das nicht. Hier nicht. Oh, hier. Was ist das? Tigerstatue. Gibt es jetzt vielleicht gleich einen Souvenirstand? Nein, wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich ihn ja eben schon gesehen. So, du Souvenirwagen. Dann müssen wir eigentlich gleich nur noch. Hoppa! So. Moment. Foto. Klack. Klack. Und damit haben wir alles fotografiert. Ihr Zoo wurde von Zoo Design GmbH als Beleg für eine exzellente Ausstattung mit Serviceeinrichtungen verwendet. Bei allen Fotos wurde Ihr Zoo als Quelle angegeben. Die Leser dieses Artikels werden hundertprozentig sehr beeindruckt sein und von dem großen Lob für Ihren Zoo. Als Folge dieses Artikels wird der Bekanntheitsgrad des Zoo weiter steigen. Toll, dann können wir gleich noch mehr forschen und Geld ausgeben. Wird noch mehr steigen. Zack, halber Stern weniger. Sehr gut. Vielleicht sollten wir, ja, wir sollten hier hinten Toiletten bauen. Ich hab's ja begriffen. Wir bauen eine Toilette. Wo haben wir die denn? Da. Eine kleine Toilette. Die bauen wir hier hin. Und jetzt frage ich mich, was können wir hier noch für ein Gehege direkt bauen? Du bist Buschland. Dann machen wir doch ein riesen Galapagos-Schildkrötengehege. La la la. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir das hier. Grasland, nein. Boreala, Gebirgsbalken, Wüstenbalken, niedriger Holzbalken. Oh Gott, was ist hier? Tundrazaun. Niedriger Tundrazaun, Savannen, Buschlandbalkenzaun. Dann wird die Tour auch besser. Und im Buschland, da können wir, glaube ich, auch Thompson-Gazellen oder so. Was denn? Noch mehr Toiletten? Es gibt nicht... Ihr seid an den zentralen Plätzen vertoilettet wie sonst keiner. Kein Gehege, okay. Dann bauen wir das. Und das. Und natürlich das. Und das. Und das. Und das. Und dann werden wir natürlich hier alles an Nahrung aufbieten, was es so gibt. Achso, hier müssen wir ja wieder trinken. Reinsetzen. Sea Star fängt gleich. Ich sollte vielleicht eine Show machen, die so ein bisschen das Ganze. Dass die Show nicht im Dauer. Oh, Wärmelampen. Nicht im Dauerzustand läuft. Achso, wie wär's denn mit Wärtertürchen? Wärtertürchen 1 und 2. Dann machen wir hier mal. Nanu. So. Ach. Deswegen ging das nicht.
So. So. Und jetzt können wir nämlich noch ein bisschen Wasser machen. Und zwar machen wir das so in dem Bereich hier. Weg mit dem Wassernäpfchen. So, meine Liebe. Galapagos 1, Galapagos 2. Was? Die Marketingabteilung bereitet eine neue Broschüre über den Zoo vor und hat folgende Bilder angefragt. Ein Besucher, der ein eiskaltes Erfrischungsgetränk trinkt, ein Besucher, der auf einer Bank sitzt. Nehmen wir die Herausforderung an. Ja, machen wir. Was können wir denn hier für Wege bauen? Nehmen wir Beton, gepflastert, wir nehmen gepflasterten Weg. Sieht vielleicht etwas merkwürdig aus, hier so kunterbunte Wege. Aber es soll ja alles in etwa... Ach Moment, Tigerstatue, die können wir hier hinten ins Eck pflastern. Dann haben die Leute auch ihre Statuen, die sie unbedingt haben wollen. Dann haben wir eine Aussichtsplattform aus Holz. Dann bauen wir natürlich eine Bank. Hier und hier. Und was darf nie fehlen? Ich sagte, was darf nie fehlen? So. Ein Spendenkästchen. Einmal hier und einmal hier. So. Besucher benötigen mehr Toiletten, wenn die mir sagen würden, wo. So, in den Fotomodus. Habe ich nichts getroffen, Mist. Na? Will keiner... Ja, du hast Durst. Komm, da ist hier... Und? Komm, trink, trink, trink. Jawohl. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwen finden, der auf einer Bank sitzt. Da hinten. Ja, man sieht's nicht. Komm, schneller hin. Hör. Wir haben's geschafft. Die Marketingabteilung hat ihre Fotos von einem Besucher, der ein eiskaltes Erfrischungsgetränk trinkt, und von einem Besucher, der auf einer Bank sitzt, erhalten. Die neue Hochglanzbroschüre wurde in ihrer Gemeinde verteilt und die Neuigkeiten über ihn so bereiten sich schnell aus. Ja, da kriegt man eine Cola, die kriegt man ja sonst nirgends. Oder eine Fanta oder eine Sprite. Wie habe ich das da gemacht mit dem Absenken? Hat gebärt. Da fällt mir gerade ein. Was haben wir denn? Servicekraft, Trainer. So. Den kann ich nicht zuweisen, oder? Wird Beluga 2 dressieren. Was ist mit dir? Fehlt es an Dessertwagen? Oh ja, genau. Das können wir hier machen. Wir machen hier einfach mal einen Sandweg hin. Bis hier runter und das wird so eine Art... Ja, machen wir hier mal eine kleine Toilette hin. Und, ach so, eine Kompostieranlage werden wir auch machen. Die werden wir allerdings wo ganz anders machen. Da, wo sie keinen stört. Da muss ja auch glücklicherweise niemand so schnell hin. Das Ding stinkt auch. Aber... Mit jedem Mist, der da gemacht wird von Tieren, wird diese Kompostieranlage gefüllt und das Zeug wird dann verkauft. Wir können also tatsächlich aus Scheiße Geld machen. So, hat der Brunnen da unten noch irgendwie Platz? Sieht nicht so... Was ist mit dir? Dessertwagen. Ja komm, dann bauen wir euch hier noch so einen Dessertwagen hin, meine Fresse. Wenn ihr es dann aber auch kauft.
Meeressouvenir, Tierfoto, Souvenirwagen. Es werden neue Objekte angeboten. Haben wir nicht einen allgemeinen Dessertwagen? Nehmen wir einen Eiswagen. So. Na gut, dann schauen wir mal. Also, wir können... Nein. Wir können Hecke erfinden. Dann haben wir Drahtzaun. Und Holzlattenzaun mit Fenstern. Schmiedeeiserner Zaun. Yay. Trampelpfad. Ja, okay. So, was haben wir hier? Ein Sushi-Stand. Ein Aquarium mit tropischen Fischen. Was wir alles bauen können. Ritt auf einem Shetland-Pony. Hai-Fotokabine. Souvenirladen. Ja, ideal. So ein großes Ding. Kebabstand. Der Verband Gesundheit und Landwirtschaft, eine gemeinnützige Organisation, veranstaltet eine Verlosung und bietet Ihnen den Kauf von 10 Teilnahmekarten für 1000 Euro an. Der Verband lässt seinen Anteil landesweit der Gesundheit der landwirtschaftlichen Nutztiere zugutekommen. Möchten Sie an der Verlosung teilnehmen? Ja, komm. Haben wir doch. Der Verband hat ein Los von einem ihrer Besucher gezogen und er hat 3.550 Euro gewonnen. Der Besucher ist außer sich vor Freude und der Verband Gesundheit und Landwirtschaft dankt für ihre Teilnahme. Ja, okay, dann haben wir dem Besucher eben Freude beschert. Dann können wir bald... Und trotzdem wieder einen halben Stern abgesunken. Ach, ihr könnt mich doch mal. So, hier gibt es bestimmt ganz viel Neues. Was haben wir hier? Aussichtsplattform aus Stahl. Nashornstatue. Die konnten wir vorher nie bauen. Hatten wir keine Ahnung, wie es funktioniert. Das ist nicht mehr sowieso lustig. Dann sowas wie Eiswagen oder so erforschen. Oder wir haben ein Känguru-Schaukelpferd. Was könnten wir Neues erfinden? Wie wäre es mit einem Löwenschaukelpferd? Ja, geniale Idee. Nie da gewesen. Oh, was ist das? Wasserfilter. Ja, Wasserfilter. Dann müssen nicht immer diese Wärter, sowieso viel zu lange brauchen, die Dinger erforschen. Wahnsinn. Erfrischen. Es ist so viel zu erforschen. Ich meine, wir haben nur noch 300.000 etwa. Oh, jetzt, kriegen wir gleich nur noch Erforschung beendet Nachrichten. Wir können zum Beispiel Futterkugel... Ach je, ich erforsche den ganzen Zeug, dafür habe ich so viel Geld rein, weil ich eigentlich für den Zoo gar nicht so viel Geld gebraucht habe, aber immer für die Erforschungen. Und deswegen habe ich mir immer so ein bisschen für die Erforschungen das Zeug bereitgehalten, weil ich es nicht leiden kann, wenn etwas nicht erforscht ist. Klar, man kann jetzt sagen, ja, das muss man sich dann halt nach und nach verdienen. Ich will nicht. So. Außerdem ist es ja sowieso schon eine Herausforderung, einen schönen Zoo zu machen. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was ich noch machen soll, wenn ihr das kennt. Oder welche Tiere soll ich aufnehmen, wenn ich sie nicht schon aufgenommen habe. Ja, gibt ja genug. Gott, jetzt kriegen wir die ganzen Erforschungsergebnisse. Ich kann ja mal schauen, wie viel die Show jetzt gebracht hat bis jetzt. Mal so ein bisschen... nein, nicht verkaufen. Ein Stern. Bis jetzt minus 324. Ist doch schon mal mehr als vorhin. War auch minus. Die Erforschung von Wasserfilter ist abgeschlossen. Dann bauen wir... Moment. Wo haben wir denn die Viecher alle? So, mein Liebster. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Haben wir hier nicht. Ach ja. Meerestierherausforderungen kenne ich noch gar nicht. Die international bekannte Tierfotografin Eleanor Avus besucht ihren Zoo. Sie arbeitet gerade an einem Bildband über Küstentiere und möchte einige Küstentierarten in ihrem Zoo beobachten, bevor sie in freier Wildbahn auf die Suche macht.
Eleanor Avos interessiert sich vor allem für drei Küstentierarten hier im Zoo. Den Rundschwanz, Seku habe ich nicht. Seeotter habe ich, glaube ich, ne, die kalifornische. Und den Felsenpinguin habe ich leider nicht. Und um das Thunfisch-Lebendfutter-Anreizobjekt freizuschalten. Tut mir leid, habe ich nicht da. Würde ich machen, aber geht halt nicht. So. Die kommen ja da vorbei, oder? Hoffe ich. Das muss ja nicht gefiltert werden. Jetzt kommen die ganzen Erforschungen, ist erfolgreich. Dich trainiere ich jetzt mal ein bisschen, mein Lieber. Was machen wir denn? Nach Ball schlagen. Sprung im Trickbereich. Was ist das? Sprung im Balken. Errichten Sie Spielplätze, bla. Es wird wahrscheinlich jetzt wieder, ich habe das gesehen in der anderen Aufnahme, ziemlich stark so, wie nennt man das? Flackern. Das war echt Wahnsinn, was ich da gesehen habe. Es tut mir leid, aber das scheint wirklich nur zu sein, wenn ich trainiere. Aber ein bisschen trainieren müssen wir, ja? Ich bitte die 2 Minuten dann, die wir dann immer irgendwie da verbringen, irgendwie zu ignorieren. Oder zumindest nicht allzu stark hinzuschauen oder zumindest vielleicht das Flackern als Special Effect anzusehen. Das wäre doch was. Special Effect Flackern. Ah, 1% nicht bekommen. Okay, yay! So, die Sister fängt in 3, 2, 1 der Taste. Der Kurzflossen-Grindwal. Irgendwann werden wir unseren Free Willy haben. Ja, ich wollte gerade sagen, wo bleibst du? Oh, 2%. Spielplätze springen rum, so wie Souvenirwagen. Ich mache gleich einen ganzen Souvenirladen. Ja? Ach ja, Belohnung. So, komm, den Trick bringe ich dir noch bei und dann hab das mit dem Flackern geschafft. Ja. Okay, beim nächsten Mal dann. Oder beim übernächsten Mal, je nachdem wie blöd ich mich jetzt gleich anstelle. Dürfte ja nochmal ein schwieriger Weg werden, oder? Nein? So, auf geht's. Wow! Willst du keine Belohnung? Komm her. Und er hat's gelernt. Yay. Hä? Ach, bloß durch den Reifen. Ja, komm, den Reifen. Da fangen wir mal. Zumindest wir fangen an. Ja? Also wir fangen. Spornschildkröte 5. Okay. Einmal kurz anfangen und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir weiter. Das waren keine 100%. Das waren doch 100%. Ich muss ja meine Trainingsergebnisse 100% schaffen. Ja, belohnen wir ihn. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch. Als Belohnung für 10 perfekte Trainingsergebnisse von 100%. Hatten wir das nicht schon? Ich dachte, wir hatten das letztes Mal schon. Na, okay. Nee, ich habe ja gesagt, einmal angefangen. So. Dann seid ihr jetzt soweit. So, dann schauen wir doch mal. Meeresschau-Herausforderung. Die Zeitschrift der Flossenfüßer-Dompteur
sucht für die nächste Ausgabe Fotos von Flossenfüßern wie Seelöwen und Walrosse, die bestimmte Tricks vorführen. Folgende Fotos werden benötigt: ein Tier, das einen Ball auf einer Schnauze balanciert, einen Rutschtrick vorführt, einen Hupentrick vorführt. Das ist noch zu viel. Haben wir noch nicht gemacht. Ach genau, was wir jetzt endlich machen können dürften. Es ist ein Regenwald. Also, Bäume, Steine, sonstiges. Auch wenn es kostet, aber ein bisschen was von Baum, auch wenn es jetzt wenig Baum ist. Ach komm, wir machen nochmal manuell ein paar Bäumchen rein. Es ist ein tropischer Regenwald hier. So. Im Buschland ja fast mehr. Ah, wie sieht es mit Tieren aus? Afrikanischer Büffel. Wir machen mal ein Elchgehege. Borealer Wald. Ah, Quatsch, wir wollten zuerst hier, wie heißt es? Souvenirläden und so ein Zeug. Familienrestaurant ist etwas größer. Machen wir das hier hin. Machen wir hier noch ein bisschen Sandweg. Und yay, hier kommt die Futtermeile, Toilettenmeile hin. Auf der anderen Seite kommt nicht ein Brezelwagen. Familientoilette für Jung und Alt hin. Vielleicht so. Dann können wir hier eine Kompostieranlage machen. Den Brunnen hierhin pflastern. Dann können wir. Na, was können wir denn noch? Einen Käsekuchenwagen. Und jetzt hier. Ein Musikfelsen, ein Meeresmusikfelsen, bauen wir hier hin. Dann bauen wir, ne, Bänke waren es, was ich suchte. Also nicht die normalen, sondern die hier. So, 3, 4, 5. Und natürlich ein Recyclingmülleimer und noch einer. Und auch hier tut einer nicht schlecht. Ist nicht unterhaltsam genug. Ah ja, was sind denn deine Lieblingstiere? Alan Diaz, du wirst jetzt abkommandiert zu den Tieren, die du unterhaltsam findest. Du bist nur am genau falschen Ende. Oh Mann. Okay, er rennt zur Toilette. Im Gymnasium der Stadt steht derzeit das Prinzip der Nahrungskette. Ahaha, nein. Da, die Aufgabe kenne ich. Da muss man ein normales Tier, also da muss man quasi einen Löwen oder so ein Tier jagen lassen. Das können wir nachher irgendwann mal machen, aber jetzt nicht. Riesenrappenantilope. Sehr gefährdet. Kritisch. Ja, komm. Dann, Savannengehege. Was haben wir denn da so? Buschland, Balkenzaun. Savannenbalkenzaun. Haben wir noch irgendwas anderes? Feuchtgebiet, Tundra, Draht, Holzlattenzaun. Nehmen wir den Savannenbalkenzaun für die Riesenrappenantilope. Hä? Nein, rückgängig. So, und wir müssen. Okay, pass auf. Ich will Zaun nicht so bauen. Wie kommen die da drauf? Mann, ey. Immer so, genau. So, wo ist jetzt das Problem? Danke. Ist jetzt das der Richtige? Ja.
Nicht, dass ich jetzt hier vor lauter